Hallo, meine Lieben. Ja, ich möchte einfach mal sagen, nur ganz kurz. Jurassic Park 4, Jurassic World, ne, kommt er jetzt demnächst in die Kinos. 12. Juni, ne? Oder war es 15. Juni? Auf jeden Fall war es so um den Dreh. Es geht dann jetzt ein paar Jahre in der Zukunft. Ich glaube, schon mehrere Jahre ist der Park schon am wunderbar funktionieren. Hammond freut sich, ne? Also, oder würde sich freuen. Ich weiß gar nicht, ob der da noch lebt. Der war ja auch nicht mehr der Jüngste in den 90ern schon, ne? Ich glaube, der lebt, selbst der Schauspieler lebt nicht mehr. Der war vor 20 Jahren und der war da ja schon alt, ne? Auf jeden Fall. Ja, da gibt's fette Sachen, glaube ich. Wie man zum Beispiel auch gesehen hat, den Mosasaurier oder, nee, doch, es ist wohl ein Mosasaurier. Bei der Größe muss es, ich dachte erst an Thylo, aber es muss Mosasaurier sein, weil in der Größe gibt es sonst nichts. Außer Leopleurodon, aber die sind schlanker um den Hals rum und allgemein so ein bisschen länger und nicht so massig, ne? Außerdem weiß man beim Leopleurodon noch nicht, ob die nur so 6-7 Meter hatten oder wirklich die geschätzten 25 bis 30 Meter, ne? Wie so ein Megalodon damals, hatten ja auch bis so zwischen 20 und 30 Meter geschätzt lang, ne? War wohl das beste Raubtier, das es je gab. Schade, dass das ausgestorben ist, das wäre lustig, ne? Wenn die Dinge einfressen, wird es nicht mal wehtun, weil die kauen, glaube ich, nicht mal. Auf jeden Fall, ja, und Mosasaurier waren auf jeden Fall 20 Meter lang, weil deren Skelette hat man überall gefunden und genug. Die hat man auch, glaube ich, sogar im Mittelmeer gefunden, ohne Ende. Aber ohne jetzt hier in Paläontologie abzuschweifen, möchte ich nur sagen, wahrscheinlich, die wollen halt den Wow-Faktor erhöhen im Park, erschaffen selbst neue Dinos. How surprising. Es muss natürlich größer sein als der T-Rex. Wir hatten ja im dritten Teil schon den Spinosaurus aegypticus, der ja an sich auch schon der größte bipode, landlebende, karnivore Jäger so war, ne? Aber nein, wir müssen das toppen. Also gab's dann jetzt nun immer so Geheimnisse darum, wie sieht er denn nun aus? So sieht er aus. Ja, also bisher sah man nicht viel, immer nur so ein Hauch einer Sekunde. Und da musste ich mal schnell beim Trailer klauen, ne, die Bilder. Das Einzige, was ich mittlerweile mitgekriegt habe, ist wahrscheinlich, also der ist wohl ultraschlau. Und kann das Maul ziemlich weit aufreißen, soll wohl gruseliger wirken. Ja, ich lasse mich überraschen, was kommt, ne? Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein Spiel gibt, was jetzt während des Hypes auch so wieder groß rausgekommen ist. Das auch so heißt wie die ersten Filme, also Jurassic Park. Und, naja, das spielt wohl in Isla Nublar, so zu Anfang von Jurassic Park 1, wo da der gute Hacker einfach mal die Embryonen stehlen wollte und der Park außer Gedingst gesetzt wird. Und da setzt das wohl an. Da würde ich mal sagen, wo liegt denn die Karte rum von Isla Nublar? Ich weiß es nicht, aber wir sollten da demnächst mal einen Abstecher hinmachen. Was so Let's Play technisch. Ansonsten, was wollte ich denn sagen? Ich hab's vergessen, ich werde auch nicht jünger. Ich bin jedenfalls in freudiger Erwartung und wir sehen uns in einem anderen Video wieder, da bin ich von überzeugt.